Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen. Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtscheis und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden. Einen Trupp zusammengestellt und es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes, das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden, wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Starke bis zum Schluss. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Milchgarn, weißt du? Als Menschen. Aus Milchgarn? Auch uns angreifen können. Mit ihm das wir hätten sie abgewehrt. Jeder weiß, dass es in Larvik bessere Krieger gibt. Sie sich nur manchmal genau an. Würmer. Er sagt, wenn er sie ansieht, hasst er sie so sehr, dass er schreien möchte. Wärst du schon lange tot. Was suchst du, Reisender? Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt, fast in 2 Hälften. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Interessant. Danke. Wofür? Frisches Fleisch. Todkrank heißt es.
Als er wusste, dass seine Zeit gekommen war, sauer auf dich. In Freas Haus. Ausgerechnet. Was für üble Frieden. Dein Name sei alles redet von dir. Geralt, der Riesenschlechter. Dem hat was richtig zugesetzt. Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Neckarkämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Die Spuren führen in den Wald. Ein guter Ort für ihr Nest. Das Hauptnest. Ich habe wohl Gesellschaft. Yeah.
Langsam. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Wir lösen unsere Probleme selbst. Also, hilfst du mir? Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. Ausgerechnet. Was für üble Fiebe. Als er wusste, dass seine Zeit gekommen war, ging er in die Berge. Bei den Geistern aus Mörhorn. Gesicht gelogen. Das ist wahr. Ich hab's auch gehört. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Die sind von den Teilnehmern an den Heldenrennen. Sind das mehrere Rennen? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste, aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Gibt's für den Gewinner eine Belohnung? Er wird den Ruhm baden und kann sich feiern lassen. Ich hatte auf etwas Greifbares gehofft. Uns ist sowas nicht wichtig. Aber ja, der Sieger erhält ein hübsches Erinnerungsstück. Ein Schwert, einen Helm oder manchmal auch ein Schild. Was sagt man dazu? Ihr könnt ja doch praktisch denken, wenn ihr wollt. Ein bisschen Übung hat noch keinem geschadet. Also, wo finden die Rennen statt? Die ersten drei auf Art Skellig. Wer jedes mindestens einmal gewinnt, tritt auf Hindarsfjall in einem letzten Rennen gegen den letztjährigen Meister an. Verstehe. Wie heißt er? Sie. Astrid von Spiekeroog, auch bekannt als die Viper. Interessanter Spitzname. Und absolut verdient. Viel Glück, Hexer. Mögen deine Taten der Göttin Freude bereiten. Erst habe ich es fallen hören. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Nilfgaard. Gibt es mehr Gräber als Menschen? Aus Nilfgaard? Auch uns angreifen können. Wir hätten sie abgewehrt. Jeder weiß, dass es in Larvik bessere Krieger gibt.
würde sie nicht anrühren. Genau an. Würmer, er sagt, wenn er sie ansieht, hasst er sie so sehr, dass er schreien möchte. Wärst du schon lange tot. Du und Chalmer, ihr habt den Eisbastard richtig gezeigt. Oh, großmächtige Freya, hilf uns, unsere Schwüre zu erfüllen. Gib uns Stärke und Tapferkeit, flinke Hände, scharfe Augen. Führe uns. Also gut, Jungs, an die Arbeit, räumen wir die Mine. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Was? Verlieren wir die Nerven?
Lars, gestern auch gesoffen. Der Sohn segelt mit Holger und bringt Reichtum. Das kann ich nicht glauben. Sag's dem ja, der ist zuständig. Hallo. Zeig mir dein. Wiedersehen. Los, los! Langsam! Sehr dankbar, Gerald. Graue Haare, aber weißt du bist kein Mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarze. Sei gegrüßt. Bis da.
Schneller! Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Magst du eingelegt? Hexer. Hey! Komm her! Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der Heiligen Eiche auf. Arme betet wohl stumm um Heilung. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben, als Schocktherapie zum Beispiel.
Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen! Zufrieden? Ich hab's nur gut gemeint, wirklich. Nun, es ist aber nicht gut gelaufen. Geh mir aus den Augen, du Mistkerl! Nomadischer Monster. Ha. Ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Glaub ja nicht, ich falle auf die Knie, nur weil du einen Riesen getötet hast. So ist es. Beweg dich! Thank you.
todmüde, wie... Bären angriffen. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber, dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Das ist ja seltsam. Schneller. Das Lager der Bergleute. Hier könnte ich Hinweise finden. Sie sind auf eine große Ader gestoßen. Aber etwas lief schief. Fußabdrücke. Menschlich. Von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert.
von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes, was Großes. Zertrümmerte Knochen, Menschenknochen. Ein Felstroll sieht ganz so aus. Ich will reden. 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 Aber du still. Oder troll dich Wummer-Wumm wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie im Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer. Aber sie Wummer-Wumm Trollfelsen. Also Troll auch Wumm. Soweit ich dich verstehe, haben sie Streit gesucht. Ich lasse es durchgehen, diesmal. Aber wenn du andere Menschen tötest, komme ich wieder und schlag dir den Kopf ab. Verstanden? Nein. Warte so, warte viel. Kopfschmerzen. Ich versuch's nochmal. Du, Männer, nochmal Wummer-Wumm. Ich dich, Schnipper-Schnapper-Schnupp. Ah! Nicht mehr Troll-Wamm. Und man das nehmen, weil man gut und nicht schnipper-schnapp. Blutergüsse und Abschürfungen, gebrochene Knochen.
Weiter so, Plätze. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Lauf, Plätze! Hey da, Hexer! Ich hätte ein Angebot für dich! Auf dem Rücken. Früher gab es auf den Inseln... Sei gegrüßt, Hexer. Die Bergleute sind tot. Wusste denn niemand, dass dort ein Troll lebt? Wir haben schon davon gehört, aber... Aber die Gier hat über die Vernunft gesiegt. Du hast kein Recht, uns zu verurteilen. Was ist mit dem Troll? Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Das solltet ihr auch. Bist du plötzlich zu feige? Was für ein Monsterjäger willst du denn sein? Verschwinde! Du warst dort, im Bergfried, als die Wehrbären angriffen? Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Waffe. Was für ein Angebot. Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. So, so. Und wozu braucht der berühmte Djenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte.
Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Eine Axt. Rumtreiber. Das war kein fairer Kampf, hatte keine Chance. Das Blut ist sogar noch feucht. Die Spur ist noch frisch. Das Blut ist sogar noch feucht. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Noch eine Spur. Noch eine Spur. Noch eine Spur. Noch ein Opfer.
Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über dem Kamin. Morgen hat meine kleine Norgon Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Vielleicht eine schön verzierte Axt. Eine Axt? Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein, nicht hübsch aussehen. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Wiedersehen. Müssen die Schwerter geschärft werden? Achte auf deine Manieren. Pass bloß auf, Fremder. Müssen die Schwerter geschärft werden? Bist du an einer Waffe interessiert? Diese Kriegsaxt sieht ganz schön alt aus. Sie ist älter als diese Festung, aber immer noch scharf. Einmal im Jahr an Sauwine spricht die Axt. Sie erzählt von Blut, das im Kampf vergossen wurde, von niedergebrannten Dörfern und gesunkenen Booten. Diese Rede, sie könnte ein Fluch sein. Oder die Axt hat zu viel Menschenblut abbekommen. Jedenfalls will sie keiner haben. Ich glaube, ich habe was, das dir gehört. Ein Brief von meiner Mutter. Da steht, dass meine Schwester ihn mitbringen sollte. Woher hast du ihn? Ich habe einige Leichen im Wald gefunden. Da muss es einen Monsterangriff gegeben haben. Den Brief habe ich bei einer toten Frau gefunden. Singa ist tot. Ach, ich habe ihren Mutter so oft gesagt, sie sollen zu mir ziehen, aber nein, sie mussten ja auf Faro bleiben. Ich muss jemanden schicken, der ihre Leiche holt. Es tut mir leid. Danke, dass du mir das gesagt hast. Nicht jeder hätte sich die Mühe gemacht. Hier, nimm. Ich hab dich im Weg. Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich... Wiedersehen. Werte auf dem Rücken. Hab ich nicht gesagt, dass einer von diesen... Mach keinen Ärger. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Schneller. Magie. Ein Ort der Macht. Langsamer.
Nicht so schnell, Plätze. Beweg dich. Langsamer. Schönes Örtchen. Ein Hexer? Bist du hinter mir her? Hast du einen Vertrag? Nein, ich bin zufällig hier. Was willst du denn? Dieser Mann, wer ist das? Mein Liebhaber. Oder eher einer davon. Eigentlich jag ich sie immer fort, nachdem ich mit ihnen fertig bin. Aber dieser schnarcht nicht. Darum habe ich ihm erlaubt zu bleiben. Wozu die vielen Blumen? Ich will Honig herstellen. Ich bin doch ein Waldsukkubus, Dummkopf. Was glaubst du denn, wofür sie da sind? Sie sind schön. Auch Monster haben einen Sinn für schöne Dinge. Wenn dir eine gefällt, nimm sie dir. Ich teile gerne. Leb wohl. So ist's gut. Thank you.
schneller. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mutter. Es tut schrecklich weh. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Wir kümmern uns selbst um unsere Monster. Ihr Hexen, wenn keine Basilisken, Waldschraten oder Riesengeräte. Ich werde hast du nach dem letzten Raubzug einen Schwarzen laufen lassen? Heya! Komm schon, Plätze! Los, lauf! Los, los! Mach langsam!
So sieht man sich wieder. Und? Hast du es dir überlegt? Willst du die Großbartbrüder mit mir jagen? Ja, wir können sie zusammen jagen. Großartig. Dann nichts wie los. Ich habe ihre Spur gefunden. Sie können nicht weit sein. Jetzt hol dich das Grab zurück! Schneller! Das ist eine Art Mutant! Ja. Scheiße! Gefällt mir! Das lief ja so gut wie erwartet. Vielleicht arbeiten wir mal wieder zusammen. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Danke, einmal reicht. Bis dann. Schön viel Beute. Weiß nicht, ob ich die ohne Boot bewegen kann.